wenn ganz viel Scheiße in mein Ohr durch seinen Mund reinkommt, das kann nicht gut für meinen Organismus sein. Ich denke auch nicht. Obwohl, ich lese es ja eher. Es ist ja eher, durch meine Augen kommt Scheiße in mein... Willkommen beim postmodernen Radio. Leute, da fliegen wir raus. Was? Nee, wir fliegen nicht raus. Was ist hier los eigentlich? Was machen wir hier gerade? Ist das professionelles Radio oder was? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Es ist nur Radio, Leute. Hallo, einen wunderschönen, saftigen Gruß von der Datenautobahn, von euren Lieblingshosts aus der Nachbarschaft, Tino Ranacher und Robi Noster. Internetgott und Spitzenpolitiker mal wieder vereint für euren Gehörgang. Ordentliche akustische Penetration. Das ist doch ein Spaß am frühen Abend. Aber ich sehe direkt, dass wir ein bisschen ausschlagen. Manchmal, du manchmal, ich nicht. Du musst dich vielleicht ein bisschen runterdrehen. Okay, das ist professionelles Radio hier. So machen wir das. Ich drehe mich ein bisschen runter und währenddessen sagt Tino, was wir jetzt heute eigentlich machen. Willkommen, wir sind der Brennpunkt Internet und wir werden auch diese Woche wieder für Sie, wie jeden Sonntag um 8, die Ereignisse im Internet einordnen, zusammenfassen und bewerten, damit Sie es nicht tun müssen. Ich spare mir das mit der Triggerwarnung, oder? Das haben wir letzte Folge gemacht. Genau. Muss man nicht jetzt jedes Mal machen. Leute, schaltet ab, wenn ihr echt keinen Bock drauf habt, dass sich Leute irgendwie mal Penis sagen, dann ganz schnell wegschalten, einmal weiter scrollen. Nee, bleibt bei Hitler, sagen wir auch mal. Hitler, gibt's den noch? Weiß ich nicht, lange nicht mehr gehört von dem. Der ist lange in Vergessenheit geraten. Eine andere Sache war auch lange in Vergessenheit geraten und kommt jetzt wieder. Das knüpfe ich direkt an lokale News. Weimar, was ist los bei dir? Was geht denn ab? Was ist passiert? Masernausbruch in Weimar. Hört genau her. Unsere Heimatstadt, für Leute, die es jetzt im Internet hören und überhaupt keinen Bezug zu Radio Lotte oder Weimar haben, unsere Heimatstadt hat die Masern. Nein. Es ist bei einem erwachsenen Mann ausgebrochen. Und da kann ich direkt sagen, dieser Mensch ist kein Hörer des Brennpunkt Internet. Sonst hätte er seine verdammte Impfung einfach mal nachgeholt. So ist es. Ja, da gibt es nämlich einen großen Trend. Jetzt bei euch Babyboomer-Generation vielleicht nicht so, aber die da drunter, was sind das? Das sind nicht die Millennials, die dazwischen. Gibt es da eine Bezeichnung für? Weiß ich gar nicht. Da für welches Jahr meinst du? Naja, Babyboomers gehen doch bis... Das sind die vielleicht noch, die gehen noch bis irgendwie 69 oder so. Ich glaube 49 so früh, bis 69 ja, sind sein, so ja. Die Babyboomers. Ist ja auch egal, auf jeden Fall gibt es da den großen Trend, seine Kinder nicht zu impfen. Nicht zu vertauschen mit dem Baby-Bonus. Ja. Michael Jackson, ja. Ja. Kommen wir auch noch dazu, vielleicht. Er ist oft dazu gekommen. Ja. Auf jeden Fall lokale Nachricht. Und da muss ich direkt mal, wir haben ja jetzt hier wirklich Bildungsauftrag und ja, Verantwortung. Wir sind in der Pflicht. Ich lese mal vor. Besucher des Lichthauskinos zu der Vorstellung am 24. März um 16.45 Uhr und Besuchende der Universitätsbibliothek in der Stäubenstraße 6 und 8 am 27. März zur Vormittagszeit. Warst du nicht im Lichtkino ungefähr zu dem Zeitpunkt? Ich war, aber das waren zwei Tage später. Ich habe auch extra nachgeschaut, da ging mir direkt die Pumpe, aber ich bin ja zurück. Ich bin ja geimpft, Leute. Es ist alles in Ordnung. Aber das ist ja interessant, dass dann hier gleich so ein Ausruf gemacht wird und das dann zurückverfolgt wird. Wo hat sich diese Pestbeule überall in Weimar bewegt? Ich habe es auch gelesen. Ich war in einem Kindergarten wie jeden Morgen und habe gelesen, passen Sie auf, die Masern sind zurück. Welcome back in Weimar und checken Sie Ihre Kinder ab, bevor Sie sie bei uns in den Kindergarten bringen. Und ich habe sogar Stimmen gehört, dass die Impfpflicht eingeführt werden soll durch Jens Spahn, unser Kanzler der Zukunft, und dass man nur noch mit Impfungen in den Kindergarten, in die Schule gehen darf. Fände ich gut. Fände ich wirklich gut. Mal schauen. Wenn ich aber möchte, dass mein Kind nicht so alt wird, das ist mein Kind. Das stimmt, das ist natürlich... Das ist meine Freiheit. Aber die Freiheit von dir hört ja auf, wo die andere anfängt. Ne? Und wenn die anderen Eltern sich sagen, naja, so ein Kind, was 18 Jahre wird, das wäre schon nicht das Schlechteste. Da kannst du nicht hier mit einer Grätsche daherkommen und, ne? Die wissen gar nicht, was Masern sind, andere Kinder. Ja, aber trotzdem. Du kannst ihnen ja nicht alles vorenthalten. Das Leben ist nun mal, besteht aus Risiken. Das ist ja auch so ein bisschen 21. Jahrhundert. Da sind Erfahrungen die Statussymbole. Ne? Absolut. So. Und deswegen die Erfahrung, mal Masern zu machen, das ist ja durch Viren übertragen und kein Spaß. So. Und da muss man vielleicht die Erfahrung einfach mal mitnehmen. Was sind Masern eigentlich? Was machen die? Tun die weh? Also du kriegst dann irgendwie so AIDS im Gesicht oder so. Ja. Also wenn Sie jemanden sehen in Weimar oder sonst wo auf der Straße und der AIDS im Gesicht hat, bitte bitte meldet euch bei Radio Lotte. Genau, bei schreibt das mal bitte in den hasserfüllten Leserbrief rein, den wir immer noch nicht bekommen Nein, haben. Nein, immer nicht. Das ist jetzt ein offizieller Aufruf an alle lokalen Leute, also Jena und Erfurt.
gerne auch noch. Ja, ja. Die paar Meter könnt ihr machen. Bitte zu Radio Lotte kommen, einen hasserfüllten Leserbrief einwerfen, den lesen wir dann nächste Runde vor, oder? Bisher gab es nur positives Feedback. Ich bin schockiert. Ekelhaft. Ja. Deine Mutter war bis jetzt die Einzige, die Feedback gegeben hat. Genau. Naja, gut. Auf jeden Fall haken wir das ab, ne? Aber noch eine letzte Lokalnachricht. Ich hatte eigentlich noch eine Überschrift dafür. Wir sind doch hier auch bekannt für schlechte. In Weimar gibt es einen Masernfacker. Oh. Der ist nicht schlecht tatsächlich. Ja. Ich habe nicht ganz eine Überschrift dazu gefunden, aber es herrscht großes Rätselraten hier in Weimar. Es soll eine neue Fastfood-Kette aufmachen. Okay. Und alle fragen sich, was ist es? Oh mein Gott, ist es Pizza Hut? Aber McDonald's fände ich mal, das wäre eine angenehme Überraschung. Das wäre mal was Neues. Was ganz Neues in Weimar. Nein, die Stimmen werden laut, dass es KFC sein soll. Mm. Ja, also Kentucky schreit Fried Chicken. Darf man im Radio nicht ficken sagen? Ich weiß es nicht genau. Nehmt uns mal offline, wenn ich jetzt ficken sage, dann bitte nimmt mal die Sendung schnell raus. Ich glaube, man darf es sagen. Also wir dürfen alles. Und das wäre der erste KFC in ganz Thüringen. Die nächsten wären erst wieder in Hessen und Sachsen. Ich wollte gerade sagen, ich dachte immer ewig, die gibt es in Deutschland gar nicht, bis ich mal in die Großstadt gekommen bin. Ja, ne? Ich kann es auch kleine auch Landbohne. Feuern. Es gab immer so ganz kleine so Chicken-Läden irgendwie am Kino gegenüber. Gab es nochmal so ein Franchise, was auch so Kentucky Fried Chicken-mäßig war. Hm. War ich jetzt eher selten, ist jetzt nicht so ganz das, was ich gern esse. Aber es gibt auch die Stimmen, die sagen, halt, stopp, es wird ein Burger King. Burger Nein. King kommt zurück, die Bürgermonarchie kommt zurück nach Weimar, nach wie lange, 5, 6 Jahre Abstinenz? Oh, da kann ich aber direkt noch eine kleine Story anbringen. Der Burger King, der damals hier in der, was ist das nicht, Schillerstraße, diese komische Theaterplatzstraße. Leute, die hier gerade nicht aus Weimar sind, wir kommen gleich zu wirklich weltrelevanten Absolut. Themen und kommen weg von dieser kleinen Kackstadt, die jetzt ringend nach Aufmerksamkeit mit dem Bauhausmuseum um sich watscht. Wir waren Weltkulturstadt 1999. Ja. Und dann Anna Amalia Brandt. Toll. Das war's schon. Ja, da kommen wir nie mehr hin. Also, was wollte ich sagen? Da ist ein Mensch beim Burger King reingegangen, hat gesagt, ich möchte bitte einen Burger. Und das war, glaube ich, gerade Zwiebelmarkt oder so. Und dann hat das natürlich ein bisschen gedauert. Ja. Und dann kam der Burger an und guckte er ihn sich so an und meinte, der ist ja kalt! Und hat ihn dann hinter die Theke geflackt. Das war meine Erfahrung mit Burger King. Ich war also dann du? Noch zwei, drei. Nee. Psst. Zwinker, zwinker. Sorry. Gut, aber... Die sind doch immer kalt, oder? Irgendwie. Die legen doch dann ewig in diese Ablage. Ja, aber... Dann kriegst du einfach einen zugeworfen in den Mund, in den Rachen. Ja, so läuft das bei Fast Food. Muss ja der Name ist Programm, ne? Vom Mülleimer in den Mund rein. Quasi. Ich mochte es ja auch. Also gerade so Buletten und Fleisch, was nicht nach Fleisch schmeckt, mochte ich ganz gerne. Ich hatte damals in der 8. Klasse ein Praktikum am Theater in der... Requisite oder so, weiß ich nicht mehr, so lange her, ich war auch besoffen. Und da habe ich mir jeden Tag zur Mittagspause so 2 Cheeseburger geholt und einen O-Saft. Das in der 2. Woche, der Verkäufer immer schon wusste, was ich haben will. Ich kam rein und er, 2 Cheeseburger und einen O-Saft und ich, genau. Nice. Danach habe ich es immer hinter die Theke geflankt, wenn es kalt war. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zu dem anderen Thema mit den Masern, bevor wir endlich mit Weimar hier abschließen. Ja. Du hast gefragt, wie sich Masern anfühlen. Ja. Was sagen Sie dazu, Herr Kleine? Herr Kleine, was sagen Sie? Sind Sie geimpft? Aber jetzt mal wirklich weltrelevante Themen. Breaking News gehen raus. Lisa und Lena haben ihr TikTok gelöscht. Nein. Das sind doch die beiden, die TikTok hatten, ne? Richtig, genau. Die Alten unter euch, die sagen jetzt, was? Was ist TikTok? Wir kennen doch TikTok. TikTok ist eine Internetplattform, eine App fürs Mobilgerät. Ich glaube, auf dem PC kannst du es gar nicht nutzen, wo man kurze, lustige, kleine Videos macht. Und ich habe das tatsächlich auch. Jetzt seit neuestem und guck mich da so ein bisschen um und ich habe festgestellt, dass auf TikTok entweder Leute sind, die 12-Jährige sind oder Leute die sind, 12-Jährige stehen. Die in 12-Jährigen sein wollen. Ah ja, oder so. Ja. Ja, aber genau so ist es. Also da sind wirklich sehr, sehr viele sehr junge Menschen. Was ist passiert? Unter anderem Lisa und Lena. Lina und Lena. Lisa und Luschi. Ja. Lulli und Lana. Die waren der erfolgreichste TikTok-Kanal-Account aller Zeiten. Ja. Und sie kamen aus Deutschland, sind der zwei Welt, Zwillinge wirklich? Der Welt. Ach. Sind zwei Zwillinge, heißen Lancer und Lutscher. Genau. Ja. Und die haben einfach ihren Account gelöscht. Die sind 16 Jahre, ich habe das mal rausgesucht. Die sind zu alt dafür, glaube ich, inzwischen. Genau, das ist nämlich der Punkt tatsächlich. Wirklich? Nein. Nein, das haben sie nicht gesagt, aber das ist meiner Meinung nach so. Ja. Weil die Zuschauer, die sie seit 12 verfolgen,
Okay, es gibt natürlich den Teil, der 50 ist und so, aber die Zuschauer, die gleich alt sind, die sind halt jetzt 16, die wollen sich vielleicht keine Videos mehr angucken, wo man die Lippen synchron zur Musik bewegt. Das kannst du nicht 5 Jahre lang durchmachen, ohne dass es langweilig wird, oder? Verstehe ich. Ja, das sind ja auch 2 Künstlerinnen, ja, die müssen sich ja weiterentwickeln. Große Künstler, genau, das ist es. Die machen jetzt einen relativ unerfolgreichen YouTube-Kanal, was mir in der Zeit auch noch ein bisschen Kraft gibt, dass auch die Großen betroffen sind. Die haben 37 Millionen Follower gehabt. Ich verstehe nicht, warum sie diesen krassen Schritt machen, das zu löschen. Weil Geld, ganz klar. Aber die Welt bebt natürlich jetzt. Was machen Lisa und Lena jetzt? Alle Augen ruhen auf Lila und Launebär. Mit TikTok an sich Geld verdienen oder ist es eher so ein Sprungbrett für Influencing-Zeugs? Die haben jetzt eine eigene Mode-Line, wie sagt man hier, ne? So eine Fashion-Line. Genau. Eloquenz. Ja, genau. Und das ist das Sprungbrett. Ja, die haben auch auf Instagram eine weitere Foto-Sharing-Website, liebe Leute, die das nicht verstehen. Also Foto-Sharing heißt Fotos verbreiten. Fotos teilen. Ein digitales Fotoalbum, wo jeder reingucken kann. Sie kennen doch noch Jesus Christus, der hat das Wasser geteilt, oder Moses, keine Ahnung, irgendwas von diesen ganzen Leuten. Religiösen, fiktionalen Figuren. Genau. Oh, fuck. Oh, du hast viel gesagt. Nein. Lösch die Sendung. Nein, und heutzutage teilen die Menschen halt ihre nackten Ärsche und Häute und teilen sie online. Nochmal kleines Beispiel. Ich habe nämlich jetzt gestern einen neuen Trend gesehen auf TikTok, einfach nur, dass du mal weißt, was da so abgeht. Da gibt es dann immer so Hypes. Es gab früher die Ultra-Low-Challenge, wo du deine Hose vorne möglichst weit runterziehst, ohne etwas wirklich zu zeigen. Das habe ich in einem Video gesehen. Richtig. Ah, ja. Ich habe nämlich auch mal einen Parodiesong gemacht, der TikTok-Song. Robin Ostarafu, keine Werbung an dieser Stelle, überhaupt nicht. Und das wurde dann wahrscheinlich verboten, weil man findet diese Ultra-Low-Pants-Challenge nicht mehr. Ja. Aber es gibt natürlich noch reichhaltig anderes. Gestern habe ich die, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Waist Challenge oder so. High Waist, naja, also, weiß ich nicht. Also von low zu high? Ja, genau. Aber es ist nicht ganz das. Man filmt sich von hinten, sodass man natürlich nicht den Arsch sieht. Darum geht es in dem Fall überhaupt nicht. Ästhetik. Ja, genau. Man filmt sich von hinten, hält dann sein T-Shirt so zur Seite und wenn der Beat quasi droppt von dem Musikstück, was unterlegt ist, dann zieht man so das T-Shirt an der Taille ganz nah dran, damit der Arsch da so ganz groß ist und dann oben wird es ganz dünn, dass man so aussieht wie so eine Disney-Figur, weißt du, so eine Disney-Prinzessin. Ja, genau. Ein schöner Trend. Das ist der aktuelle Trend. Da habe ich natürlich auch direkt mitgemacht. Ja. Und, ich würde spontan den viralen Hitler dafür verleihen. Ich würde es auch machen. Also generell für diese ganze Lena Meyer und Landrut-Sache, dass sie ihren Account gelöscht haben. Also kurze Erklärung, der virale Hitler, den vergeben wir fast jede Woche an den viralen Hit, also ein Trend, der im Internet groß wird, der so schlimm ist wie Hitler. Das Ding ist, ich würde vielleicht mein Veto dann einsetzen, weil das ist natürlich wahr. Launebär und Lackaffe waren wirklich ein großes Thema, aber ich habe so viele kleine Nachrichten für den Herrn Trump, dass ich ihm vielleicht mal die Ehre zuteil geben würde, dass er der virale Hitler wird. Gerne. Ich weiß nicht, ob du dazu was hast, ansonsten kann ich ja einfach mal anfangen. Da gab es so viele kleine, lustige Geschichten wieder. Aber wir hatten ja auch das letzte Mal geliebäugelt, den viralen, den Trump der Woche zu vergeben, der eigentlich nicht an Trump gehen soll, sondern an andere, die dumme Dinge tun. Aber wenn es sich so ergibt, vielleicht kriegt er den viralen Hitler-Trump jetzt einfach. Gut, also, er hat zum einen gesagt, dass es wahrscheinlich ist, dass er die Grenze nach Mexiko jetzt schließt, wenn die Immigration nicht aufhört, innerhalb der nächsten Woche, was auch immer das heißt. Weil von 0 auf 100 wird er seine Mauer dann nicht hochziehen. Aber natürlich, das ist auch egal. Das habe ich nur mit reingenommen, weil ich dafür einen kleinen Fun-Fact für die Hipster habe. Also wenn die Hipster das hören, ich glaube, da flattert denn die Vorhaut weg. Denn wenn die Grenze zu Mexiko geschlossen wäre, nicht nur für Immigranten, sondern auch für Trading und so einen Scheiß, für Handel, ältere Semester. Pardon my French. Dass dann innerhalb von 3 Wochen die Avocados in den USA zur Neige gehen würden. Nein. Doch. Was machen denn die armen Veganer? Keine Ahnung. Avocado ist natürlich eine schöne Sache, aber es ist auch so ein Trendding, oder? Als dann plötzlich bei Subway jedes Fressen irgendwie mit gratis Avocado obendrauf, was war denn das? Eine Guacamole. Ja. Ja, es wird ja auch oft vorgeworfen, dass der Vegan... Hier ist irgendwo Musik, irgendwas passiert hier gerade. Wir sind im Radio, hier ist irgendwo Musik, was soll die Scheiße? Verdammt. Nein, das ist ja... Man sagt ja auch immer... Ja, ihr Veganer, ihr seid ja so für Umwelt, aber ihr esst Avocados, die ja erst importiert werden müssen. Das ist ja auch
Ressourcen fressen und solche Geschichten. Deswegen finde ich es gar nicht so schlimm. Aber wo kommen Avocados eigentlich her? Kommen die aus Mexiko? Demnach. Da zapfst du jetzt aber mein Halbwissen an. Ich glaube, das Avocado, das ist wie Shakira, das kommt aus Kolumbien. Ach so. Sage ich jetzt einfach mal. Ja. Gut. Schreiben Sie uns, Herr Kleine, wenn Sie es besser wissen. Ich glaube, es gibt Avocados bestimmt noch an mehreren Plätzen, aber wahrscheinlich beziehen die USA ihre Avocados von da. Aber lass uns nicht über Avocados sprechen, lass uns über was anderes sprechen. Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten verpacke, dass es möglichst lustig rüberkommt. Aber es ist ja so schon absurd, aber ich würde es gerne auch für die Leute anschaulich verpacken. Wenn jetzt jemand sagen würde, oh, die Bayern, die Blöden, die nehmen von uns, vom deutschen Staat so viel Geld weg, dann würde man doch sagen, das ist aber seltsam. Ist auch Quatsch. Ja. Weil wir kriegen ja Geld von denen. Nee, wir kriegen ganz viele andere schlimme Sachen von denen. Nein, der Punkt ist, richtig. Der Punkt ist, Trump hat außerdem gegen Puerto Rico gehatet, hat gesagt, ey, 91 Milliarden an Unterstützung habt ihr jetzt bekommen, die nehmen immer nur von den USA. Ja. Was der Kollege Trump dabei nicht bedacht hat, Puerto Rico sind die USA. Das ist der Punkt daran. So, und da gab es dann auch jetzt wieder dieses schöne Twitter, von dem die Leute noch nichts gehört haben, die hier zuhören. Hallo? Das ist ein Nachrichtendienst, da können sie einfach ganz kurze Messages an die Welt teilen. Nicht nur das, da können auch berühmte Leute, können da auch miteinander kommunizieren. Auch die dürfen das, ja. Die dürfen das, die werden auch mal auf dem Stall gelassen. Und es ist eigentlich eine schöne Sache. Also rein theoretisch hat auch der Otto Normalverbraucher die Möglichkeit, eine Taylor Swift, das ist eine Musikerin, die hört ihr immer im Radio, bei Radio Lotte wahrscheinlich nicht, weiß ich gar nicht. Check it out. Genau. Und die könnte man theoretisch anschreiben. Und wenn sie denn gerade einen guten Tag hätte und ihre 2000 Nachrichten anschaut, dann ist die Möglichkeit gegeben, dass sie dir auch zurückschreibt. Dass sie antwortet, genau. Ja, gut. Aber darum soll es nicht gehen, denn die Regierung von Puerto Rico hat getweetet über Twitter, Hashtag Puerto Rico is the USA. So. Das finde ich sehr witzig, dass solche Streitgespräche immer wieder über Twitter gefahren werden. Auch ein Sprecher des Weißen Hauses hat Puerto Rico mit That Country betitelt, so als wäre es nicht die USA. Ist eine ziemlich lustige Sache, die sich auch einreiht in einen kleinen Fauxpas, der Trump im letzten Jahr passiert ist. Da hat er gesagt, ich zitiere... Der eine Fauxpas, ja. Der eine kleine. I will tell you that I left Texas, I left Florida and I left Louisiana and I went to Puerto Rico and I met with the President of the Virgin Islands. Das war so ein Zitat. Hm. Auch da hat er nicht bedacht, dass er selbst der Präsident der Virgin Islands ist. Er hat sich selbst getroffen, ist doch nett. Ja, also kann ich mir gar nicht so abwegig vorstellen, dass er morgens einfach vorm Spiel steht und na, Trump, du geile Sau, was geht. Ja, Mann, hast wieder gut gemacht. I met the President of the United States. He's so smart, he's so beautiful, he's so rich. Excellent. Big if true. Nice. Nächster Spot. Aber stell dir doch mal vor, dass das... Twitter hätte es schon zu Hitler-Zeiten gegeben. Das wäre so lustig gewesen. Das wäre großartig. Aber ich glaube, große Twitter-Krieg. Dann wäre aber... Ja, na gut. Also noch eine kleine Sache. Die Antarktis. Unter Obama-Zeiten wurde die Antarktis geschützt. Hieß es hier, da wird nicht dran rumgefuscht. Das ist ganz gut, wenn das Eis da noch ein bisschen erhalten bleibt. Da lecken wir nicht dran, das bleibt. Richtig, das bleibt alles so, wie es ist. So. Und Trump, beziehungsweise muss man auch fairerweise sagen, ist jetzt nicht alles immer er alleine. Nur er alleine, ja. Es ist natürlich die Trump-Regierung zusammen. Er hat noch andere Affen. Aber, genau. Aber er ist natürlich die Galionsfigur in dem Fall. Möchte oder wollte die Antarktis anbohren, um nach Öl und Gas ein bisschen zu schauen. Und da wurde aber jetzt richterlich beschlossen, nee, das ist illegal. Die USA würden alles anbohren, wenn es irgendwo Öl geben könnte. Er würde auch seine eigene Oma anbohren. Der hat ganz schön mit seiner Hand Pussys angebohrt. Ja, zum Beispiel nie Öl gefunden. Hm. Ja, und da ist der Punkt, das finde ich ein bisschen dumm. Warum kann man nicht die Antarktis anbauen? Stell dir mal vor, die entdecken da so einen kleinen Tropfen Öl. Das ist einfach die amerikanische Wirtschaft, wie die da boomen würde. Das ist wie, ich würde ins Schwanzibad gehen und weil ich helfen will, das Schwanzibad aufzubauen, kippe ich einen Eimer Wasser da in den Pool rein. Das ist ungefähr das Gleiche. Ich glaube, Trump hat einfach Angst, den Weihnachtsmann zu verärgern am Nordpol. Das kann sein, dass er da einen Rückzieher gemacht hat. Ich denke auch, ja. Hm. Hat er gesagt, hier bitte, vote mal dagegen. Oder er wollte ihn suchen mit der Bohraktion. Er hat Erdöl vorgeschoben, hat gesagt, nee, ich suche den Weihnachtsmann. Dann haben die Richter gesagt, nein, der Mann ist alt, der schläft im Sommer, macht man nichts. Der hat kein Öl. Also vielleicht zum Kochen oder zum Braten. Öl, aber kein Erdöl. Okay. Der Weihnachtsmann. Meine Ansicht, meine Verschwörungstheorie, die ich gerne verbreiten möchte. Schreibt uns einfach einen Leserbrief, was ihr meint. Und vergesst die hasserfüllten Kommentare nicht. An peterkleine@stadtweimar.de. Gibt's die Seite? Weiß ich nicht, ich hoffe. Schreibt da mal hin. Genau.
Ich hab noch ein paar YouTube-News. Okay, dann machen wir eine kurze Trump-Pause, weil ich habe hier noch zwei Sachen von ihm. Eine Trump-Pause, man muss hin und wieder einfach mal durchatmen. Man muss echt durchatmen. Das ist auch der Punkt, wenn man über Trump spricht, es ist einfach so kompliziert, da Witze drüber zu machen, weil die Aussagen an sich sind ja schon die Witze. Es ist Realsatire. Das ist wie diese, wie heißt denn der, Kanye West Musikvideos. Ja. Das muss man einfach stehen lassen. Das wird nicht witziger, wenn man darüber redet. Schon alleine, wie heißt das Kind von Kanye West? Hieß das nicht irgendwie North oder so? Northwest. Northwest. Ja. Also Nordwest für die älteren Zuschauer. Ja. Zuhörer, meine ich. Ja, also ich glaube, wenn wir hier aufnehmen, schauen auch die ein oder anderen Leute mal zum Fenster rein, weil endlich mal geile Leute hier am Pult sitzen. Wir sind im ersten Stock heute, wird ein bisschen schwierig, aber schauen Sie gerne mal vorbei bei Radio Lotte. Mir ist übrigens kleine Meta-Kommentar zwischendrin. Mir ist das letzte Mal aufgefallen, dass wir hin und wieder zu viel in die Mikrofone gemacht haben. Wir haben ja einen Popschutz heute. Ein Popschutz, ja, ich hoffe, das ist diesmal nicht ganz so schlimm. Das ist nämlich sehr unprofessionell. Oh nein, das darf nicht passieren. Gut, ich habe noch eine erschreckende Studie der Otto-Brenner-Stiftung, die herausgefunden hat, YouTube ist keine Plattform für Informationen und Diskurs, sondern, und halte ich fest, für triviale Unterhaltung und Werbung. Da fühle ich mich jetzt aber wirklich persönlich angegriffen und auch ein klein wenig unsittlich berührt. Was ist das denn? Wer hat das gesagt? Die Otto-Brenner-Stiftung. Wer ist das denn? Ist das dieser Versandhaus-Katalog? Ich habe es auch nur gelesen auf dem Weg hierher. Oder hat das was mit diesem komischen Typen von hier Ostfriesland zu tun? Otto Bremer, ich kann meine Schrift gerade nicht lesen, aber ich glaube Otto-Brenner oder Otto-Bremer-Stiftung. Und mir ist mein Kaffee in mein Nasenloch rein. Nasenloch reingefallen. Sprich mal quasi ein paar sinnlose Sätze, damit ich Zeit habe, Otto Brenner zu googeln. Ja, gerne. Und ich kann das nicht verstehen, denn ich habe daraufhin mal gegoogelt, wer denn der erfolgreichste YouTube-Kanal ist in Deutschland. Und der ist tatsächlich kurz gesagt, in a nutshell, was ein Kanal ist, welcher komplexe, physikalische, wissenschaftliche Dingsbums-Themen aber der erfolgreiche erklärt. Den gibt es in zwei Varianten, den gibt es einmal in Deutsch und einmal in Englisch. In Deutsch ist er relativ Nische und in Englisch ist er weltweit sehr, sehr gut dabei. Und der Deutsche zumindest ist auch öffentlich-rechtlich finanziert. Bei dem Englischen weiß ich es nicht. Aber laut meiner Recherche ist es der erfolgreichste YouTube-Kanal in Deutschland. Ja, er kommt ja aus Deutschland. Ja. Er macht englische Videos, ist aber in Deutschland nicht so. Er hat, wie gesagt, zwei Kanäle und beide sind ja aus Deutschland. Also aber nur einer macht deutschen Content. Der größte Nischenkanal Deutschlands quasi, der Welt. Richtig. So. Und auf Platz 3 ist Baby Beauty's Palace, nur um das mal so einzuordnen, auch für die älteren Generationen. Ja, das ist, was ist die? Das ist eine Person, die, eigentlich kennt man die auch von früher schon, eine Gülcan zum Beispiel, die es vor 10 Jahren ähnlich gab. Die stellen sich einfach Hochzeit, Gülcan vor, genau. Gülcan in Deutsch. Ja, und in Urdeutsch, Entschuldigung, es sollte jetzt nicht rassistisch klingen, genau, oder so. Also aber Gülcan war ja eine türkischstämmige Moderatorin, die ein bisschen dumm war. Und Baby's Beauty Palace ist eine deutsche YouTuberin, die ein bisschen dumm ist. Genau. Ist. Und sie verkauft Make-up an kleine Kinder, glaube ich. Und verschüttet gerne Wassermelonensaft. Ja, und zieht Videos. Genau wie Gülcan ihre Hochzeit in die Öffentlichkeit, ich kriege ein Kind und so. Genau. Ganz, ganz relevante Themen. Die ist aber das. Die Leute, weißt du, das Angebot und Nachfrage, die Leute wollen es ja auch. So, das ist der Punkt. Es bringt ja auch Klicks letztendlich. Das führt mich auch zum nächsten kleinen Thema, nämlich. Nee, jetzt aber mal ganz halblang. Jetzt mal hier professionelles Radio. Ich habe hier die Otto-Brenner-Stiftung. Ich bin raus. Otto-Brenner-Stiftung, witzigerweise Abkürzung OBS, was ja auch meine Software ist, wenn ich streame. LOL. LOL heißt übrigens Laughing Out Loud. Also kennst du von früher vielleicht noch, wenn sie einen Witz gehört haben, bevor sie so verbittert wurden. Dann haben sie Hahaha gesagt. Das sagt man heute nicht mehr. Unkontrollierter, ein Phänomen der Atmung quasi, dass sie etwas Ironisches gehört haben, was in dem Kopf keinen großen Sinn macht, aber richtig. Ironisch ist, und dann haben sie gelacht und Atmer ausgestoßen. Ja, unkontrolliert, quasi. Richtig. Und genau so ist es heute, das LOL ist das Lachen des 21. Jahrhunderts. Und man macht nicht mehr, man macht LOL. Genau. So, also ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts der Gewerkschaft IG Metall zum Zweck der Förderung von Wissenschaft und Forschung. Auch wieder ein Zeichen des Rechtsrucks in Deutschland. Ja. Was soll denn das? Die sind überhaupt nicht qualifiziert genug, um das irgendwie, und dieses alles über einen Kamm scheren, also was ja wirklich in YouTube, ja, was man da alles an Qualitätscontent findet, neben Baby's Beauty Palace, da gibt's ja auch noch andere Sachen. So wie, ja, genau. Hat Gülcan einen YouTube-Kanal?
Gülcan, weiß ich nicht. Ich habe die lange nicht mehr gesehen. Was macht die eigentlich? Herr Kleine, melden Sie sich. Was macht Gülcan heute? Gülcan. Nein, und noch ein kurzes Thema, was daran anschließt. Ja. Nämlich die YouTube-Chefin Wojcicki heißt die, okay. Und zwar gab es Überlegungen ihrer Mitarbeiter, Propagandavideos und Verschwörungsvideos zu löschen oder einzudämmen so ein bisschen. Und sie war konkret dagegen, weil sie nur ein Ziel vor Augen hatte und das war die 1 Milliarden Stunden Watch Time auf YouTube pro Tag. Ach, pro Tag, ich wollte gerade sagen, das ist längst erreicht. 1 Milliarden Stunden gesehen, geguckt werden auf YouTube. Und deswegen löscht sie keine oder will keine Videos löschen. Also da soll sie, wird ihr vorgeworfen, konkret dagegen gewesen sein. Aber der Punkt ist ja, YouTube selbst hat ja dieser ganzen Artikel 13 Debatte eigene Propaganda-Videos gemacht. Ja, die wollen sie natürlich jetzt nicht löschen. Ja, aber die waren doch für Artikel 13, ne? Nee. Hast du nicht gesehen? Ich habe es auf Instagram dauernd gekriegt. Stell dir vor, du könntest deine Lieblingsvideos nicht mehr schauen. Was natürlich ein bisschen over the top ist. Aber ich dachte, Google hat sich dafür geäußert. Over the top heißt so viel wie über den Dachstuhl. Über die Schultern quasi. Top. Top. Trägt man ja oben, genau. Und deswegen über die Schultern hinweg. Ach Leute, wenn ihr kein Englisch könnt, dann schaltet ab. Ja, so ist es. Ich komme aus dem Internet. Man spricht da einfach Englisch. Augen und Ohren zu. Aber ich dachte, Google hat sich für Artikel 13 ausgesprochen. Dann. Am Anfang gar nicht. Und dann hinterher, vielleicht als dann auch klar wurde, dass Google nicht so einen großen Schaden davon trägt, weil Google ja dann die Upload-Filter, die installiert werden müssen, an die ganzen kleinen Parteien bzw. an die ganzen kleinen Plattformen weiter verkaufen kann. Also Google ist wahrscheinlich ein Posten, der nicht so schwer betroffen ist davon. Es ist ja eher so die kleinen Leute. Ja, aber Google ist ja YouTube. Richtig. Quasi, die haben die ja gekauft. Ja, die haben erst eine ordentliche Anti-Kampagne gemacht und dann irgendwann haben sie eingelenkt. Genau. Nun. Jedenfalls bringen solche Fake News und verschwörungstheoretischen Videos viele, viele Aufrufe und viele Klicks, was viel Geld bedeutet. Der Kapitalismus ist also auch im World Wide Web angekommen. Da kann ich noch einen anfügen. Da gab es nämlich noch eine Sache, die aufgedeckt wurde von dem Kanal Smarter Every Day. Der hat jetzt das heißt klüger jeden Tag. Genau. So wie ihr, wenn ihr unseren Podcast hört, beziehungsweise unsere Radiosendung. Vielen Dank dafür. Klüger jeden Tag mit uns. Brennpunkt Internet. Tino Ranacher, Rob Nosterafu. Und Robin Noster. Schön. Also, ich bin Rob Nosterafu, ja. Ich bin eine Kunstfigur. Ich darf hier sagen, was ich will, weil ich bin ja nicht meine Privatperson. Ach, Entschuldigung, Herr Dr. Professor Lüdenscheid. Danke. Wenn ich deinen Namen im Radio sage, meine ich auch Ranacher mit CH. Genau. Nein, was ich sagen wollte, Smarter Every Day hat so eine dreiteilige Reihe gemacht, zu einem Drittel. Das heißt, der erste Teil ist schon draußen. Und da geht es um YouTube, um Facebook und um Twitter, die großen drei. Also das werdet ihr ja auch öfter hören, liebe Rentner. Also wird es echt langsam Zeit, sich mit der Materie auseinanderzusetzen, wenn ihr das Game verstehen wollt. Das sind so die großen drei. Das sind die großen drei im Internet und da geht es darum, wie Algorithmen ausgetrickst werden, wie selber Algorithmen installiert werden, um quasi computergeneriert Nachrichten zu verbreiten oder einfach auch ganz einfach Klicks und damit Geld zu bekommen. Und in dem ersten Video, was er jetzt veröffentlicht hat, geht es darum, wie das auf YouTube passiert. So. Und da ist es so, dass es tatsächlich mittlerweile Computer gibt, die automatisch dir Videos zusammenschneiden, wenn du denen Informationen einschleust. Ja. Und die dann auch abwandeln voneinander, weil du kannst ja nicht immer wieder das gleiche Video auf YouTube hochladen, das wird ja dann erkannt. So. Und die werden dann tatsächlich automatisch so geschnitten, dass immer der Algorithmus von YouTube nicht erkennt, dass es eigentlich inhaltlich das gleiche Video ist. Mhm. Da werden dann computergeneriert Stimmen verwendet, die den eingeschriebenen Text vorlesen. Und selbst diese Stimmen werden jedes Mal anders gepitcht, so damit auch da YouTube nicht erkennt, das ist eigentlich das gleiche Video. Mhm. Und damit wird dann YouTube voll gespammt, um Klicks zu kriegen und vielleicht um auch gewisse politische Ziele zu erreichen, beziehungsweise Fake News zu verbreiten oder ein bisschen Meinungsmache zu machen. Und das ist schon sehr interessant. Also ich bin sehr gespannt auf die nächsten zwei Teile, wenn es dann um Facebook und Twitter geht. Obwohl Facebook ist heute irrelevant, oder? Ist ja out quasi. Guck mal, wir sind nicht mehr auf Facebook. Unsere Zuhörer waren noch nie auf Facebook. Ja, ich bin auch voll der Anti-Facebook-User. Aber gib mal ein Like auf die Fanpage vom Tino Ranacher. Der hat sogar einen blauen Haken. Ich habe einen blauen Haken, Leute. Oh, das heißt, der ist wichtig. Very important. Erklär mal den alten Leuten, was bedeutet das, wenn du einen blauen Haken hast? Wenn du einen blauen Haken hast, dann bist du... Das kannst du beantragen.
Musst du aber nicht. Und das heißt einfach nur, dass du eine echte Person bist. Das heißt, du bist derjenige, nach dem gesucht wird. Weil es gibt ja auch viele Menschen, die sich für Florian Silbereisen interessieren. Nee, unsere Zuhörer zum Beispiel. Nein, die sich ausgeben als Florian Silbereisen auf Facebook. Und dann denken die Menschen, aha, ich kann jetzt Florian Silbereisen liken oder Helene Fischer. Aber in Wahrheit ist es ein Fake-Account, also ein... Was heißt Fake nochmal? Es ist so anstrengend. Deutsch reden ist wirklich schwer heutzutage. Es ist ein Profil quasi, das nicht den echten repräsentiert. Und ein blaues Häkchen symbolisiert einfach nur, dass du der Echte bist. Pass auf. Es gibt nur einen Tino Ranacher. Ich habe direkt eine Challenge. Wir machen ja immer zum Staffel... Herausforderung. pass auf, was ich jetzt vorschlage, da passt das perfekt rein. Ich habe eine Herausforderung. Wir machen ja immer ein Spezial zum Ende der Staffel. Brennpunkt Internet. Das erste Spezial zur Folge 10 war, wir haben in einem öffentlichen Klo in Weimar unseren Podcast aufgenommen. Das wird diesmal vielleicht schwierig, weil wir können dieses professionelle Studio, in dem wir uns jetzt hier befinden, nicht mitnehmen. Deswegen würde ich sagen, vielleicht machen wir die Herausforderung für Staffelfinale 2, Ausgabe 20, also in 8 Folgen, dass wir keine Anglizismen verwenden dürfen. Ja, da kommst du ins Schlottern. Ja, das weiß ich nicht. Aber die haben doch bestimmt so eine ganz coole Technik, so transportable Mikrofone, ja, wo das, wir in die Stadt gehen möglich. Können oder sowas. Natürlich, also das wird auch noch mal passieren. Sehen. Aber es ist eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Sehr schön, dann merken wir uns das mal vor. Gut, Smarter Everyday, abgehakt, denke ich. Aber apropos Automatismen, ich habe jetzt gelesen, dass auch das Jobcenter versucht, durch künstliche Intelligenzen, also durch KI, Jobs zu vermitteln und Bewerber zu vermitteln. Okay. Das heißt, dass sie auch... Ein Profil wird erstellt von dir und dann wird das angeglichen, dann wirst du diesen Arbeitgebern vorgeschlagen und das soll jetzt die Zukunft sein. Das automatisierte Bewerbungen. Die Zukunft ist jetzt. The future is now. Danke, für unsere internationalen Fans nochmal so zusammengefasst. Ja. Sehr nett. Ja, da bin ich sehr gespannt. Wenn das so weitergeht hier, dass ich bei Radio Lotta ende, dann muss ich diesen Service bald in Anspruch nehmen. Auch wir werden eventuell bald ersetzt, wer weiß. Ab Folge 30 sitzen nur so computergenerierte. Richtig, die automatisch die neuesten Neuigkeiten rausziehen aus dem Internet und es euch dann vorstellen und unterhaltsam vortragen. Wer weiß, was passiert. Ist es an der Zeit, mal wieder über Trump zu reden? Ja, gerne. Jederzeit, oder? Das ist heute so ein bisschen die große Trump-Folge, aber ich kann es auch ein bisschen abkürzen, weil der gute Mann, ne? Was soll man sagen? Man soll sich nicht immer über senile Menschen lustig machen. Aber nach dem Anbohren der Antarktis gab es noch mehr Aussagen von ihm. Trump ist scheinbar kein großer Fan von Windenergie, denn er hat gesagt, die Geräusche von Windturbinen verursachen Krebs. Absolut. Da stellt sich für mich die Frage, könnte es sein, dass Trumps Mund eine Windturbine ist? Weil er Krebs verursacht? Naja, zumindest könnte man sich das vorstellen, oder? Also wenn ganz viel Scheiße in mein Ohr durch seinen Mund reinkommt, das kann nicht gut für meinen Organismus sein. Ich denke sein. Auch nicht. Obwohl, ich lese es ja eher. Es ist ja eher, durch meine Augen kommt Scheiße in mein... Willkommen beim postmodernen Radio. Ich habe aber gelesen, dass auch die AfD natürlich gegen Windanlagen ist. Mhm. Ich habe mein Foto gepostet von einem zweigeteilten Vogel, ja. Der angeblich in so reingeflogen ist. So ein Meter Durchmesser Ding gespalten genau, wurde. Richtig. Das sind die Folgen. Danke Merkel, danke Grüne für eure Umwelt, Energie. Hier werden Vögel gespalten. Aber, aber Hauptsache Umwelthysterie. Ja, die AfD spaltet nicht nur Vögel, die spaltet die Massen, aber auch Trump tut das, denn er hat noch eine Aussage zu Windenergie gemacht. Er findet es gut, dass sie nicht landesweit in den USA so vertreten ist und dass man nicht so sehr drauf baut, denn es windet nur manchmal. Ja. So, und da denke ich mir, stimmt, der große Vorteil von Kohleenergie zum Beispiel ist ja, davon hat man unendlich. Ja. Zwinker, zwinker. Aber in seinen Ohren muss es doch dauernd pfeifen, er muss doch den Wind irgendwie mitbekommen, keine Ahnung. Wahrscheinlich. Es sagt ja auch, glaube ich, keiner, dass man alle Energie nur auf Windenergie setzen sollte. Aber wenn da so eine kleine Mühle rumsteht. Das geht nicht, das sieht ja auch hässlich aus. Das stimmt. Kann man ja nicht machen. Naja, ich finde die einfach nur geil, weil würde es die nicht geben, könnte ich in GTA 5 nicht schön mit dem Flugzeug so durch die Flügel durchmanövrieren. Aber ich dachte eher, dass Trump glaubt, dass diese Windräder erst den Wind erzeugen. Das könnte sein. Jetzt haben wir's. Naja, aber du hast gerade von der AfD geredet. Vielleicht ist ja das, um den Spagat da zu versuchen, vielleicht ganz ist schwer, ja das. Ganz schwer, ja. Vielleicht ist das eine Variante, um besorgte Bürger abzuholen mit der Umwelt. Wenn man nämlich sagt,
vielleicht überlegt euch mal, die Klimakrise sorgt ja dafür, dass es Dürren gibt. Dürren sorgen dafür, dass es Krieg gibt. Und Krieg sorgt dafür, dass es böse Flüchtlinge gibt, die nach Deutschland kommen. Nein, das kann nicht sein. Also, besorgte Bürger, fangt schon mal an, euren Müll zu trennen und tut aktiv was gegen Flüchtlinge. Richtig. Mülltrennung gegen Flüchtlinge. Umweltschutz gegen Flüchtlinge. Man braucht nur den richtigen Slogan dafür, glaube ich. Ja. Auf Pegida ist ja auch manchmal gesellschaftliche Mülltrennung, oder? Absaufen, absaufen. Wir haben jetzt gegen Flüchtlinge, die sollen nur nicht hier sein. Ja. Also hören Sie Brennpunkt Internet gegen Flüchtlinge. Danke. Danke für euren Support. Nun, aber da wir gerade bei Umwelt sind, kann ich noch einen kleinen hinterher schieben. Ich habe eine Firma hier, Patagonia, noch nie gehört, keine Ahnung, aber die verkauft wohl Kleidung. So Westen zum Beispiel an Firmen, vielleicht auch so Sicherheitsweste, ich bin mir nicht ganz sicher. Halbwissen, wie immer. Gelbwesten vielleicht? Nee, das nicht, aber so, ne, so Westen halt, ne? Weißt ja, wie eine Weste aussieht. Ja, wilde Westen, ja. Genau, richtig. Und die weigern sich jetzt an Firmen zu verkaufen, die nicht, und ich zitiere auch hier, nicht den Planeten priorisieren. Das ist ja schon mal eine interessante Wendung, oder? Das jetzt hier so, also ich weiß nicht, ob das einfach ein kleiner PR-Move ist, aber im Endeffekt kann es ja egal sein. Weil das Outcome ist ja vielleicht trotzdem positiv. Das machen ja Firmen ganz gerne, dass sie dann behaupten, das machen sie deswegen, da werden andere Interessen im Vordergrund stehen. Das war doch mal bei Edeka so, dass sie Nestle-Angebote nicht mehr in ihren Regalen hatten, mit der Begründung offiziell, dass Nestle ja böse ist. Aber eigentlich gab es nur irgendwie einen finanziellen Disput zwischen den beiden und hat nichts mit ihrer Firmenpolitik zu tun. Das ist Framing, ne? Wenn jetzt Folge 20 wäre, dürfte ich Framing nicht sagen, aber Framing bedeutet einfach nur, gewisse Umstände in einen Rahmen zu setzen, der es besser oder schlechter aussehen lässt, als es eigentlich ist. Umdeuten vielleicht. Ja. Ja, Rahmen würde man im Deutschen vielleicht auch sagen. Also natürlich sprachlich, ja, metaphorisch Rahmen. Egal. Aber apropos Umwelt, Greta Thunberg hat endlich die goldene Kamera bekommen. Hat sie das überhaupt nichts mitbekommen? Ja, für ihren... Ist das nicht für Filme irgendwas? Natürlich. Okay, was macht die dann? Ich glaube, ich weiß nicht. Ich habe es auch nicht verstanden. Ich habe es nur gelesen, Greta Thunberg bekommt eine goldene Kamera. Ich kenne keinen Vielleicht Film hat sie von eine tatsächliche goldene Kamera bekommen und soll damit jetzt Vlogs drehen für YouTube. Ach so, das kann auch sein, ja. Damit die Otto-Brenner-Stiftung glücklicher ist mit dem Inhalt von YouTube. Aber der Gag ist ja eigentlich, dass sie ihr erst diese goldene Kamera verliehen haben für ihr Umweltengagement und dann haben sie in der Werbepause ein SUV verlost. Ha. Das ist. Das war der eigentliche Gag dahinter. Der war schon tausendmal. Der eigentliche Gag ist mein Kontostand. Aber ja, ich verstehe. Ich verstehe die Ironie dahinter, ja, doch. Aber ist ja wirklich. Was ist denn diese Woche schon wieder los, ey? Wollen wir über Brexit reden? Brexit? Nee, oder? Macht das noch Sinn heutzutage? Sie haben doch nur wieder entschieden, dass es verlängert wird. Ja, also ich frage mich langsam, warum die nicht einfach, so wie in der Schule, die geben dir einen Zettel. Alle Leute im Government kriegen so einen Zettel, also in der Regierung. Und da stehen alle Optionen drauf, wenn es auch 100 Punkte sind, scheißegal. Aber man muss eins auswählen. Ja. Und da steht nicht drauf, gar nichts. Wir vertagen gar nichts das. Darf man nicht antragen. Nächste Woche, wir vertagen das. Ja. Aber es wird immer knapper. Das letzte Ergebnis waren 313 zu 312. Oh. Na, die Leute, haltet euch am Nachbarn fest. Es kann nicht mehr lange dauern. Es wird richtig wild. Naja. Aber wo wir gerade von England sprechen, da habe ich noch eine kleine News, wo ich erst dachte, es ist ein April-Scherz gewesen, aber nein. Campino ist hingezogen. Na, ich hoffe doch. Ist er das wirklich? Nein, der ist jetzt Brite, habe ich gehört. Mhm. Zum Glück. Ja, könnte damit zusammenhängen, es sind Riesenbrüste in London aufgetaucht. Ja, solche Augen habe ich auch gemacht. Solche Augen habe ich auch gemacht. Ich dachte, 1. April, was ist denn das? Aber nein, es ist kein April-Scherz. Es ist, um das Brustgeben in der Öffentlichkeit zu destigmatisieren. Das spricht aber nichts dagegen. Das spricht nichts dagegen. Aber da frage ich mich ehrlich gesagt, wer hat denn ernsthaft was dagegen, eine Brust zu sehen? Wer ist das? Leute, meldet euch bei uns. Herr Kleine, was sagen Sie? Seid ihr Leute, die in der Öffentlichkeit eine Brust sehen und sagen, Oder was ist das? Oder sagen Sie A. Was sagen Sie? Wie deine stillende Mutter. Ja, ich verstehe es wirklich nicht so ganz. Also ich glaube, das ist auch erst mit der Zeit gekommen. Ich glaube, früher... Da gab es sogar mal ein Bild, was viral gegangen ist, wo eine Muslimin mit Kopftuch und so in der Öffentlichkeit ihr Kind gestillt hat, wo dann drüber stand, aber Hauptsache Kopf verschleiert.
Aber Möpse raushängen lassen. Im Hintergrund flogen schon die Steine. Ja, genau. Mhm. Es war in Sachsen, genau. Ja. Vielleicht erklärt man den Leuten, dass das ein bisschen schwierig ist. Das Kind kann durch den Stoff hindurch vielleicht die Milch nicht ganz bekommen. Es wäre ein Filter, glaube ich. Ein Nährstofffilter. Mhm. Für das Kind. Schön. Also ich habe nichts dagegen tatsächlich. Gegen Brüste? Wie findest du die Aktion? Ähnlich. Also ich weiß, der Punkt ist, ich habe auch nichts dagegen, aber ich verstehe nicht, ob da wirklich der Bedarf ist. Vielleicht gibt es dann andere Sachen, wo man vielleicht mehr Awareness, also Aufmerksamkeit, schaffen sollte. Ich höre von sehr vielen, ich will nicht sagen Frauen, von vielen Menschen, die Brüste haben, ja, dass sie sich wünschen würden, dass auch sie in der Öffentlichkeit oberkörperfrei durch die Stadt laufen können. Ja, von mir aus sehr gerne. Fühlt euch eingeladen. Absolut, Wir nehmen immer Donnerstagnachmittag auf. Liebe Leute, kommt einfach hier ans Fenster. Oberkörperfrei ist überhaupt gar kein Problem. Hat keiner was dagegen. Wir haben den Blick auf die Straßen. Wir sehen euch und setzt ein Zeichen, Leute. Setzt einfach ein Zeichen. Macht es einfach. Und hört Brennpunkt Internet für Freikörperkultur. So ist es. Jeden Sonntag, 20 Uhr. Also ich habe da auch nichts dagegen. Schon alleine, weil Männer dürfen ja... Und ich glaube auch, ist es offiziell nicht verboten für eine Frau, oberkörperfrei rumzulaufen. Ich bin mir relativ sicher, dass es gesetzlich nicht verboten ist. Ich glaube, in einem Auto, habe ich mal gehört, darf man nicht sich als Frau nackt sein. Das ist jetzt wirklich ganz gefährliches Halbwissen. Das Auto ist, glaube ich, ein... Ein privater Raum, ja, da darfst du nackt sein. Du musst beim Aussteigen darfst du nicht mehr nackt sein. Ach so, das kann. Ja, weiß ich nicht. Aber ich dachte, da geht es um Ablenkung oder so. Aber ich glaube wirklich, gesetzlich ist es nicht verboten, als Frau oberkörperfrei zu laufen. Ich denke doch, das ist Erregung öffentlichen Ärgernisses, glaube ich. Also für mich ist es kein Ärgernis. Erregung auf jeden Fall, aber Ärgernis sehe ich da überhaupt nicht. Ich weiß nicht. Also ich habe auch die Sache mit den Femen nicht verstanden, die dann aus Protest gegen Sexismus ihre Brüste gezeigt haben. Wo die auf ihre Brüste draufgeschrieben haben: Free Pussy Riot oder für Umwelt und solche Geschichten, und sind dann mit nackten Brüsten vor den großen männlichen Politikern rumgesprungen. Den haben sie es aber gegeben. Aber so richtig, die werden sich richtig ärgern und werden jetzt ihre Politik völlig ändern. Kommen wir zu anderer Unterhaltung. Ich habe noch ein Brustthema, anzuknüpfen. Und zwar kennen wir ja alle die tolle Band Jennifer Rostock. Oh ja. Jennifer Weiss, also es ist eine deutsche Band, nicht aus Rostock, die heißen nur so. Die machen so deutschsprachige neudeutsche Welle Musik, so haben sie angefangen zumindest. Ja. Und die Sängerin, die dann Frontfrau. Dann kam Twilight. Und die Frontfrau Jennifer Weiss ist ja völlig gegen Sexismus und Feminismus, und man darf Frauen nicht nur nach ihrem Körper beurteilen. Auch sie hat sich letzte Woche mal wieder. Nicht nur. Und sie hat mal wieder bei Instagram ihre Titten rausfallen lassen gegen Sexismus. Gucke ich direkt mal nach. sie hat sich auch ihre Brüste vergrößern Jenny lassen. Jenny from the Block. Genau, ihre Brüste vergrößern lassen als Statement: Frauen, akzeptiert euch so, wie ihr seid. Ja, nein, das kann sie ja gerne machen. Sie darf alles machen. Ich stelle es nur in Frage, ob das alles so konsequent ist. Ja. Die haben ja gute Musik gemacht. Richtig. Wir haben ja festgestellt, ne, wir waren ja damals 2008 auf dem Highfield gemeinsam auf diesem Konzert und hatten uns gar nicht. Ja, und haben uns auch wohl verpasst. Aber ja, gute Musik. Ich finde auch heute die Texte noch gut, aber ja. Ich glaube, das war halt so eine organische Entwicklung, weil irgendwann haben die Leute angefangen, ich glaube, das hatte ich ja schon mal erzählt, da hat sie auf die Bühne gespuckt und dann haben die Leute das weggeleckt und so, und ja, dann hat sie angefangen, so Strip-Shows zu machen und so. Kann sie ja alles machen, aber für mich ist dann irgendwie die Musik so ein bisschen, ne, ins Hintertreffen gegangen. Ja, sie hat auch auf dem einen Festivalauftritt irgendwie ihre Hand in so ein, also sie hat jemanden vom Publikum auf die Bühne immer geholt und hat dann so in den Schritt gegriffen von dem Mann. Genau, es gibt so einen Song, wo sie dann immer so einen Move macht. Darf man ja machen. Also ich meine, bei was war das hier, Trailer Park oder so, da werden Prostituierte auf die Bühne geholt und die haben da Sex, ja, und so. Die werden ja bezahlt dafür, die kommen auf die Bühne und wissen, die sind jetzt Künstler auf der Bühne und haben Sex. Ja, aber die haben Sex mit Zuschauern. Wenn sie wollen, können sie das ja machen. Natürlich, aber der Aber ich finde, da jemand auf die Bühne zu holen und den in den Schritt reinzufassen, ungefragt erstmal, dann so Kommentare abzugeben wie: Du hättest dich ja ruhig mal rasieren können. Stell dir mal vor, Kollega oder so. Kollega mit Kollegen. Das ist ein Sprachgesangmusiker. Ein Sänger mit Koliken. Wenn du den auf die Bühne, er eine Frau auf die Bühne hochholt und ihr in den Schritt fest und sagt: Du hättest dich ja ruhig mal rasieren können. Was wäre das für ein okay, ein da hast du mich jetzt. Da, ein Shitstorm. Ein Shitstorm werde. Da hast du mich jetzt aber erwischt, weil also so habe ich da überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Aber die Leute, die gehen ja auch freiwillig da hoch auf die Bühne, ne? Wenn ja, jetzt eine Frau freiwillig zu Kollega geht, um an die Kohle nochmal anzuschaffen, ne? Schafft Kohle ab, weil die ist
nicht so gut für die Umwelt. Aber siehst doch mal so, du läufst ja auch freiwillig durch die Straße, ja? Aber du willst nicht ein, dass dir irgendein Typ oder irgendein Mensch zwischen die Beine fasst. Also ich finde es wird erst problematisch dadurch, dass er ihren mangelnden Schnitt im Intimbereich kritisiert. Ja? Bis dahin ist es, glaube ich, ein Einverständnis, wenn sie da hochgeht. Und wie gesagt, die Jennifer, die macht das ja immer. Die Leute wissen, wenn ich jetzt da hochgehe, wird das mit mir passieren. Ich wusste es nicht. Sie meinte nur, ich würde gerne jetzt einen Mann auf die Bühne holen, der darf sich hier auf den Stuhl setzen, dann tanze ich mit dem irgendwie. Ich tanze den an. Ja. Das ist okay, aber dann so in den Schritt reinfassen, finde ich schwierig, unter der Prämisse zu sagen, wenn man es umgekehrt macht, geschlechtlich umgekehrt, dass es dann ein riesiger Skandal wäre. Ja. Meine Ansicht, ich stelle auch nur Fragen. Das ist ja immer so. Es ist ja immer so. Wenn man einfach so ein paar Klischees umdreht, dann kommt man ja immer dabei raus. Ne? Ganz, ganz oft ist das so. Das fängt ja auch an, ja, also wir weißen Cis-Männer hier. Nee, sind wir eigentlich Cis? Was war Cis? Bist Cis. Du Cis? Du bist ja gar nicht Cis, oder? Nee, doch, Cis. Nein, ich war meine Frau zu meiner Geburt. Ich hab dann direkt. Aber Cis heißt dann nur irgendwie, dass man dem anerkannten gesellschaftlichen Normwert entspricht, sprich heterosexuell. So kann man es so sagen. Weiß ich, weil ich. Nee, und auch nicht heterosexuell. Man kann auch homosexuell sein und Cis-Mann. Okay. Ein Cis-Mann ist nur einer, der quasi als Mann geboren wird und ein Mann bleiben möchte und auch bleibt, weil er einfach ein Mann ist. Ja, okay. Und. Ja, für diese schwache Bevölkerungsschicht möchte ich mich ja mal einsetzen, ja. Weil ich ja auch, ne, als Kindergärtner mal 10 Monate gearbeitet, man hört die Gänsefüßchen hoffentlich, gearbeitet habe. Und ja, ich habe davon nichts gemerkt. Aber man hört immer wieder, ja, wenn ein Mann irgendwie alleine auf dem Spielplatz ist, dann kriegt er gleich schiefe Blicke und so. Das würde bei einer Frau nie passieren. Ich kenne es aber auch tatsächlich. Ich habe mich nach dem Abitur beworben für Au-pair in den USA. Und dann kam reihenweise Absagen, wir nehmen keine Männer. Oha, so. Wieso? Weil du ein Mann bist, offensichtlich. Weil ich ein Mann bin, aber finde ich schwierig. Da habe ich mich zum ersten Mal in meinem Leben als Mann diskriminiert gefühlt. Okay, wo du gerade so schön Englisch sprichst. Yes. Englischsprachiges Entertainment im Kino, da geht einiges. Da hat wirklich die letzte Woche das Internet sowas von gebrannt. 3 große Sachen sind getroppt, die dann auch trending waren auf Twitter zum Beispiel. Du hast da wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt, weil ich glaube, das ist nicht so dein Metier. Pardon my French diesmal wirklich. Der Joker-Film. Doch. Doch. Hallo? Hallo? Was soll das denn hier? Ich, natürlich Joker, du weißt doch, dass ich vor der Batman der kommt aber nicht vor. Ich weiß. Film. Ich bin auch nur wegen Joker-Batman-Fan. Es geworden. Ist eine Joker-Origin-Story für die ganzen älteren Semester. Es ist die ist ein Comic. Batman ist ein der Comic. Joker ist, was heißt ein Joker auf Deutsch? Clown? Naja, Kasper, ein Witzemacher. Ein Witzemacher, ja. Der malt sich lustig an und tötet dann Menschen. Genau. Genau. Und da kommt ein neuer Film mit einem neuen Schauspieler. Heath Ledger war der beliebteste Joker in der Vergangenheit. Der ist aber gestorben, kurz nachdem er seine Rolle abgedreht hatte. Ja. Und jetzt macht es Joaquin Phoenix, der eine sehr gute schauspielerische Leistung in der Vergangenheit schon immer erbracht hat. Aber ich habe auf jeden Fall noch große Skepsis. Nichtsdestotrotz ist ein weiterer Trailer rausgekommen. Überall haben sie darüber geredet. Mhm. Alter, Hype. Es gab ja schon im letzten Jahr einen Teaser, also einen ganz, ganz kurzen Ausschnitt aus dem Film. Und da war ich sehr skeptisch und sehr kritisch. Weil es sah sehr billig aus irgendwie. Es sah sehr billig aus und gerade den Joker macht ja auch diese Gesichtsbemalung aus, ja, dass sie so sehr verschmiert ist und dieser rote Mund und das Schwarze um die Augen. Und sie haben hier einen völlig neuen Ansatz gefunden. Da war ich erstmal sehr kritisch, weil er echt aussieht wie ein Clown. Ja. Aber ich habe jetzt den Trailer gesehen, gestern oder heute Morgen, glaube ich, und ich fand es gar nicht so schlecht. Und unter der Prämisse, dass ja Comics sowieso nicht eine lineare Geschichte haben, sondern dass es ja auch viele Joker-Universen oder Batman-Universen geben kann, gebe ich dem Film eine Chance. Und ich fand die spielerische Leistung in den Trailer, fand ich nicht schlecht, tatsächlich. Dann bin ich auch gespannt, was da noch bei rumkommt. Es gab aber noch eine Sache, die noch... Aber die Frage noch ist, ja. Es sollte ja eh einen Joker's Origin geben mit Heath Ledger noch. War die Planung? Übersetz mal kurz den Leuten Origin. Ich schaff's gerade intellektuell. Also Origin heißt Wurzel. Also so die, ja, die Herkunft. Also die Entstehungsgeschichte. Quasi. Das ist das Wort. Genau. Wie kam es zum Joker? Und es war ja geplant mit Heath Ledger auch, dass er im dritten Teil von der Batman-Trilogie nochmal auftaucht. Er ist ja gestorben, da haben sie ihn rausgeschrieben. Mist. Schade. Und dann sollte auch ein Film stattfinden, weil er den Joker so überzeugend gespielt hat. Aber er ist, wie gesagt, tot.
Und jetzt frage ich mich, sind das dieselben Autoren jetzt, die einfach mit einem neuen Schauspieler diesen Film umgesetzt haben? Und oder ist es ein komplett neuer Film und ohne Heath Ledger-Hintergrund? Ich glaube, da das 10 Jahre her ist, ich denke nicht, dass das wird schon neu sein. Aber Filme dauern doch immer ewig lang. Ja, aber also Produktion meine ich. Ist richtig, aber zwischendrin ist doch bestimmt auch, Disney hat bestimmt auch mal wieder irgendwie die Finger im Spiel gehabt, hat er irgendwas aufgekauft und so, da ist bestimmt die ein oder andere Änderung. Aber egal. Ich weiß gar nicht, wer es produziert. Lass uns Warner Brothers oder so? Wahrscheinlich. Ja. Googelt mal. Gut, ein Punkt ist nämlich noch viel größer. Joker hat schon das Netz in Flammen gesteckt, aber eine Sache, ja. Joker kommt auch erst im Oktober, deswegen ist das gar nicht so relevant. Ja. Wir können, schaltet uns wieder ein im Oktober, wenn wir dann darüber reden, wenn wir den Film gesehen haben. Nein, Avengers Endgame. Alter Schwede. Da hat wieder, das war nur so 1 Minute so, das war nicht mehr wirklich ein Trailer, das war irgendwie Special Look oder sowas. Ja. Und Leute, sind die alle abgegangen. Und ich muss sagen, ne, nach 20 Jahren, jedes Jahr 3 Filme so, bin ich dann auch froh, wenn es dann irgendwie mal vorbei ist. Aber es ist ja nicht mal vorbei. Es wird ja danach weitergehen. Es kommt ja dann direkt nach Avengers der neue Spider-Man raus, wo ich ein bisschen mehr Lust drauf habe. Aber da gehen die Leute ab. Ist Avengers nicht dieser Film, wo es schon 2 Teile gibt? Jetzt kommt der 3. Teil. Richtig, das ist so Power Rangers mit Superhelden, weißt du? Genau, stimmt. Aber ich dächte, dass der 3. Teil von einem neuen Regisseur ist und deswegen viele sehr skeptisch sind, weil die ersten beiden Filme durch diesen Regisseur erstmal so liebevoll geworden sind. Der hat sich wohl sehr stark eingesetzt für den Soundtrack des Films und für das Aussehen des Films so. Und dass es jetzt in eine völlig, also nicht in eine völlig neue Richtung geht, aber dass man Angst hat, dass dieser neue Regisseur versucht, das so ein bisschen zu imitieren und daran scheitern wird. Okay, ich habe keine Ahnung. Wenn das der Film ist. Ja, also der erste Film ist auf jeden Fall von Joss Whedon, aber bei den anderen weiß ich es gerade nicht. Der zweite war sehr kritisiert und der dritte jetzt, der ist ja zweigeteilt, wie auch bei Harry Potter, weil Geld. Ja, ja. Und das wäre ja Quatsch, irgendwie den 2 zu teilen und von 2 verschiedenen Regisseuren zu machen. Das wäre ja so eine dumme Idee. Da muss man immer ein Star Wars-Regisseur sein, um auf so eine dumme Idee zu kommen. Naja. Aber das war doch dieser Film von diesen Waschbären und so und von diesem. Der Waschbär, genau, und der grüne Stärke-Schlumpf da und der Mann mit viel Geld und diesem Anzug. Dann ist es das tatsächlich. Und Captain Feministin spielt jetzt neu mit. Genau. Die hat jetzt ihren eigenen Film gehabt und. Ich habe die ersten beiden Teile schon nicht gesehen, aber ich würde sie mir reinziehen, weil ich habe mich ein bisschen befasst mit der Geschichte durch diesen Regisseur, der wegen Unstimmigkeiten und anderen Geschichten dann gefeuert wurde. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Du hast das mit Guardians of the Galaxy verwechselt da stimmt das, also ja. Also auch was spielen. Die spielen ja da auch mit. Die Guardians sind ein Teil der Avengers. Oh Mann. Jinx. Ja, schön. Jetzt haben wir hoffentlich ja nochmal richtig schön laut gemacht, weil wir so professionell sind. Und nein, Guardians of the Galaxy ist ja auch ein Teil vom Marvel-Universum. Avengers ist da, fließt alles zusammen. Und das hatten wir auch schon im Podcast. Der gute Regisseur von Guardians wurde von Disney rausgekickt, weil, und auch hier wieder Twitter, er ganz böse Tweets vor 10 Jahren über Pädophilie gemacht hat. Ganz schlechte, unmoralische Witze. Das macht man nicht. Gegen Pädophilie. Ja, er setzt sich für Pädophilie ein jetzt und deswegen darf er weitermachen. Aber das hast du ein bisschen verwechselt. Okay, aber jetzt lass uns doch endlich mal über was anderes reden als diesen Power Ranger-Scheiß und hier. Noch ein Trailer, den wir ansprechen. Lass mich raten, es ist GOT. Ja, Game of Thrones. Das Spiel von den Thronen. Richtig, an die Leute, die nur Tatort gucken. Meine Fresse, ist das scheiße, ne? Ich glaube, HBO, das ist ja jetzt hier nicht irgendwie staatlich finanziert, das ist privat. Aber zum Beispiel in Großbritannien hast du BBC, die sowas wie Sherlock produzieren. Hast du Sherlock gesehen? Ein paar Folgen, Wenn du Sherlock mit sowas wie Tatort vergleichst oder was halt hier in Deutschland produziert wird auf unsere Kosten. Ja, für die, die es zahlen unter euch. Schon gezahlt. Ich komme sonst in eure Wohnung und guck überall nach Steckdosen. Ist egal. Auf jeden Fall Game of Thrones. Neuer Trailer. Ist jetzt auch schon der zweite. Ist auch nur so ein Teaser-Ding. Mhm. Aber meine Fresse, bin ich gehypt. Da bin ich dabei. Bei Avengers sage ich, ja, kann man sich vielleicht mal angucken. Aber bei Game of Thrones, die letzte Staffel. Die letzte Staffel habe ich auch gelesen, ja. Es ist ja endgültig dann zu Ende. Weitaus früher, als das mit den Büchern der Fall ist. Weil der Autor George R.R. Martin, der weigert sich so ein bisschen irgendwie fertig. Vielleicht hat er keinen Bock. Vielleicht schafft er es auch nicht mehr. Vielleicht ist er mittlerweile so fett, dass er seine Hand nicht mehr bewegen kann. Ich denke auch, aber ist ja auch blöd, wenn jetzt die Geschichte in der Serie so weit fortgeschritten ist und er in den Büchern noch gar nicht so weit ist, dann ist es ja auch für ihn blöd irgendwie, das dann fortzuführen. Dann müsste er sich auch vielleicht an der Serie halten oder auch nicht.
Und das er berät die Serie, ja. Die machen ein paar Sachen anders, als er sie im Buch macht, aber die beraten sich ja so. Aber ich dachte, der Trailer würde nur bestehen aus irgendwelchen Schneeszenen, hast du doch gestern erzählt. Das war der zweite, aber der wurde dann auch trotzdem gehypt. Es gab noch einen anderen, gestern kam noch ein, also vor 4 Tagen kam noch ein neuer Trailer, wo eigentlich nur Schnee zu sehen ist. Aber trotzdem, man hat halt Bock. Am 14. April ist es soweit, wenn ich gerade nicht völlig falsch liege. Und Leute, guckt mal was anständig. Selbst meine Mutter guckt mittlerweile The Walking Dead, ja. Oh nein. Ja, doch. Endlich mal weg von was auch immer, Musikantenstadel oder was ihr euch da immer so reinzieht. Doch, könnte was für CDU-Wähler sein tatsächlich, Walking Dead. Da sehen sie sich wahrscheinlich wieder. Das erklären wir jetzt aber nicht, den Witz. Ansonsten... Game of Thrones ist es so, dass da alle Folgen mit einmal wieder hochgeladen werden Netflix, oder? Eine Folge pro Woche. Ah. Aber eigentlich sind es Filme, weil die sind jetzt alle 90 Minuten lang. Im Prinzip kommen jetzt nochmal 7 Filme. Und dann ist es vorbei. Ja, das ist schon sehr hochwertig. Ja. Ich habe keine Folge gesehen. Ich habe die erste Folge gesehen von Game of Thrones. Die erste der ersten Staffel. Und sie hat mich nicht mitgezogen. Du musst die erste Staffel bis zu Ende gucken und dann bist du drin. Es ist das Ende der ersten Staffel, wo die Leute immer sagen, Alter, jetzt bin ich drin. Weil da passiert was man einfach so sehr, sehr selten sieht und einfach nicht gewohnt ist. Und dann denkt man, aha. Wenn das hier so weitergeht, na dann bin ich dabei. Aber bis dahin, da sterben noch viele Menschen und es gibt 6 sexuelle Szenen. Liebe Leute, wenn sie auf 6 stehen, dann guckt entweder auf TikTok, da findet ihr immerhin knapp bekleidete 12-Jährige, oder guckt Game of Thrones. Das sind dann aber, ach, guck mal, was hier passiert. Moment. Mutter, du bist jetzt live im Radio, hallo. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Doch. Du weißt, dass ich das mag, gell? Ja, wir treffen uns dann 3/4, oder wie? Die Busse fahren halt nicht sehr pünktlich. Also ich nehme schon den halb, aber vorhin haben wir auch noch 10 Minuten gestanden. Die Stadt ist voll ohne Ende. Ja, weißt du warum? Es gab einen Masernausbruch in der Stadt. Eine Person hat Masern. Masern. Ich bin's nicht. Die Leute sind schlecht geimpft. Was sagst du dazu als fürsorgliche Mutter? Ja, das ist schlecht. Danke für deine Expertise. Gut, dann sehen wir uns wie gewohnt. Ich freue mich. Tschüss, mach's gut. Tschüss. Also, liebe Leute, ihr seht, hier wird Professionalität großgeschrieben. Und auch meine Mutter findet das nicht gut, wenn ihr euch nicht impft. Also, rein mit der Seuche in euer Blut. Der einzige Podcast der Welt, wo auch Mütter anrufen dürfen und ihre Meinung abgeben dürfen. Dann kommen wir auch langsam zum Abschluss. Eigentlich gab es noch so viele Themen, es war 1. April. Ja, ja. Da hast du bestimmt den einen oder anderen super witzigen Witz mitbekommen. Ja, Artikel 13 wurde gekippt. Alle glauben das. Es gibt einfach Gags, ja, die sind gut. So, die kann man machen, aber so Gags, die wirklich sehr in der Realität dran sind, wo wirklich Menschen irgendwie zittern und was auch junge Leute betrifft, die das vielleicht nicht ganz so nachvollziehen können, finde ich eher schwierig. Aber ich möchte noch einen ganz, ganz wichtigen Fakt noch erläutern für Sie, auch für die ältere Generation, auch für die jüngeren Generationen. Jetzt fängt ja wieder die Zeit an, wo man im Park sitzt und Enten füttert. Bitte füttern Sie Enten nicht mit Brot, Toastbrot oder solche Geschichten, denn davon kriegen die Enten Bauchschmerzen. Hast du das gewusst? Nehmt bitte Plastik. Nehmt Plastik. Das hat sich auch bei den Fischen schon bewährt. Also was bei Fischen gut ist, richtig, das kann bei Enten nicht schaden. Nein, ich hatte mal ein Tinder-Date tatsächlich letztes Jahr. Und da hatte ich eine... Und das hast du an die Enten verfüttert. Genau, die auch. Und es ging denen viel besser hinterher. Nein, sie war Biologin oder irgendeine Medizinerin. Und sie hat mir gesagt, dass man Enten mit Erbsen füttern soll. Mit Erbsen oder Mais. Das bekommt denen viel besser als so billiges Brot. Dann sind Enten aber auch ganz schön doof, dass sie das fressen, ne? Ja, klar sind die doof. Das ist ja wie die Wählerschaft von Trump. Die fressen ja auch hier. Die fressen alles, obwohl sie hinterher dann den Bauchschmerzen kriegen. Ja. Naja, und dann gab es noch Rammstein, das hatten wir auch letzte Folge angesprochen. Angesprochen, ganz kurz. Das ist jetzt nochmal mehr aufgebauscht, weil das Video jetzt mittlerweile veröffentlicht ist. Ich sage, liebe Leute, das Video heißt Deutschland, ist von Rammstein, ist auf YouTube. Schauen Sie es sich einfach mal an. Es ist wirklich viel tiefgehender, als Sie glauben. Es sind nicht nur irgendwelche Häftlingsszenen und die Band stellt sich nicht nur als Opfer dar. Es geht so um die Ambivalenz der deutschen Geschichte. Der große Punkt an der ganzen Aufregung ist ja, es ist nur ein Skandal und es, also die Anklage ist ja, hey, man missbraucht den Holocaust für Marketingzwecke. Ja. Aber das funktioniert ja auch nur, weil eben jene Leute sich überhaupt darüber aufregen. Richtig. Wenn keiner sagen würde, oh, das ist aber gerade ganz skandalös, was da passiert, hätte es ja gar nicht diesen Werbeeffekt. Und von daher ist das so ein bisschen kleiner Quatsch. Und das Marketingargument finde ich auch ein bisschen schwierig. Würde man jetzt Holocaust-Werbung machen für irgendwelche Jeans? Holocaust-Werbung. Hey, guckt mal hier. Zum halben Preis. Woo, ja, zweite Holocaust. Chance. Haha.
Nein, aber professionelles Radio, herzlich willkommen. Aber machst du jetzt mit für Jeanshosen, ja, Werbung mit Holocaust oder so. Würde ich verstehen, da geht es wirklich um reine Profite irgendwie, um billige Produktion, solche Geschichten. Aber es ist ja Kunst letztendlich, was Rammstein da machen. Und wenn du in diesem Kunstprodukt die deutsche Geschichte versuchst zu beleuchten und zu auszukaspern, und es gehört einfach dazu. Kunst ist natürlich auch irgendwie Marketing und man muss es verkaufen, aber es geht ja immer noch um Kunst. Deswegen. Genau. Sorry, ich muss wir da müssen in ja Rage grade, reden. Wir, ja, er redet sich in Rage, aber wir sind hier im Fernsehen und Fuck, Mann! Ficken. Wir müssen wirklich langsam zum Schluss kommen. Wir haben hier einen sehr knapp befüllten Terminkalender. Das wir stimmt. dürfen nur eine Stunde machen. Beschwert euch bei Radio Lotte in Form eines Hassbriefes und schnell, gib noch deine Wertung für diese Woche ab. Die Woche war wir hatten kein Massenshooting, aber nee. Wir hatten viele kleine Themen. Der gute Trump war mal wieder da, ich weiß. Aber was kann man... Aber viele gute Trailer, finde ich. Und viele gute Veröffentlichungen, die Ärzte, Rammstein. Aber spannende Zeit. Ich sage, ja, es fehlt die Substanz, ne? Die Skandale. Emotional fand ich es ein bisschen schwächer noch als letzte Woche. Und da hatten wir 6,5. Leg du mal vor diesmal. Ich sag 5,5. Es war wirklich, es gab nicht so den einen Brecher einfach. Ich sag 5,6 einfach... Für, mal gucken, für was denn eigentlich? Einfach nur, um gegen mich zu sein. Einfach nur, um mich zu Nein, sabotieren. Nein, für die Titten von Jennifer Weist. Okay, darf man Titten im Radio sagen? Ja. Darf man eigentlich überhaupt gerade noch was sagen? Die Musik ist gerade so laut. Und darfst du nur nicht zeigen. Oh Gott, ist laut. Ich zeig gerade meine Titten. Siehst du die? Oh ja, darf ich mal anfassen?